interessanter Vortrag, für wahr. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, auch viele heftige Unterschiede in der Beurteilung. Ich fange mal an mit einem, bevor wir dann in die öffentliche Diskussion gehen. Sie sagen völlig zu Recht, Marx ist das eine, und das, was danach kam, ist was anderes. Richtig. Marx war den Funktionären und alle, die danach kamen, auszuholen. Natürlich war das. Das ist gar keine Frage, aber das ist für mich eigentlich kein crucial point. Ne? Sondern entscheidend ist, dass Marx brillante Komponenten gehabt hat, aber dann ist er sozusagen entglitten. Nicht? Er ist, ich weiß nicht, was das war, das Temperament oder was, es war seine philosophische Grundeinstellung, die hat dazu geführt, dass er dann angefangen hat, ja, zu fantasieren. Wenn Sie sagen, es gibt Stellen, wo er die Freiheit, die gesellschaftliche Selbstorganisation fordert, beklagt die Abhängigkeit von den Sachen, dann ist das für mich purer Illusionismus. Denn der Mensch, wir können uns sozusagen von den Sachen nicht, ich bin Gelenian, der Mensch braucht Institutionen, er braucht Organisationen, er braucht auch Grenzen seiner Selbstorganisation. Ein Rechtsstaat limitiert natürlich Selbstorganisation. Nicht? Also, das heißt, also es gibt sehr viele Bereiche, wo man mit dieser Vorstellung gar nichts anfangen kann. Und tatsächlich ist es so, dass im Marxismus eben diese Vorstellung von Selbstorganisation dann in der Perversion, in die Planifikation, die totale Durchplanung der Gesellschaft läuft. Und als Soziologe kann ich Ihnen nur sagen, moderne Gesellschaften sind alle drifting societies. Man kann eine Gesellschaft nicht durchplanen. Wer das versucht, scheitert, muss scheitern. Und die DDR ist ein pragmatisches Beispiel dafür, wie eine solche Gesellschaft gescheitert ist, die durchzuplanen. Man muss in der Gesellschaft die Dinge laufen lassen, in nicht allen Bereichen natürlich. Aber zum Beispiel Marktwirtschaft oder Ökonomie, wenn Sie das durchregulieren, enden Sie da, wo man letztlich geendet hat. Also das ist eine spannende Diskussion. Ja, bitte. Das ist ja genau der Punkt. Ich habe das jetzt bewusst nicht gemacht, aus Zeitgründen. Es gibt noch eine Debatte, die genauso hart ist, die Debatte auf Plan und Markt. Und alle anständigen Ökonomen, marxistische Ökonomen, die ich kenne, wissen, dass das, was wir da als Planwirtschaft machen, jetzt so völlig Unsinn ist. Das geht überhaupt nicht. Oder? Aber wir wissen auch, dass das Einzige, was Marx bisher entdeckt hatte, was eine solche selbstorganisierende Regulation ist, ist der Markt. Wenn ich den Markt abschaffe, dann muss ich etwas Adäquates an die Stelle stellen. Er sagt, lehne den Plan. Das hat ja nicht funktioniert. Das kann auch theoretisch nicht funktionieren, das ergibt sich übrigens aus der Dialektik. Weil hochkomplexe Systeme lassen sich nicht stochastisch kontrollieren. Das ist einfach ausgeschlossen. Geht nicht. Ich kann nicht mit linearer Algebra Quantenphysik machen. Das geht nicht. Was aber nicht heißt, dass man es nicht versuchen kann, darüber mal nachzudenken, ob es andere Organisationsformen als den Markt gibt. Also dass die Antwort, die gegeben worden ist, die war falsch, das würde ich völlig zustimmen. Aber wenn wir raus wollen aus Ausbeutung, Unterdrückung, Knechtschaft und Krieg, das ist ja der marxische Impetus, dann muss man über andere Formen der Gesellschaft nachdenken. Da kann man jetzt sagen, okay, nicht alles, was er vorgeschlagen hat, war praktikabel, aber ich bin ja in dem Sinne Marxist, dass ich methodologisch Marxist bin, das heißt, ich versuche die Fragen weiterzustellen, die er gestellt hat. Und die sind ja richtig, die Fragen. Da kann man darüber streiten, ob die Antworten richtig waren. Aber dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Fragen nicht mehr gestellt werden, in der das Bestehende für heilig erklärt wird, das Ende der Weltgeschichte ist nach uns, das ist alles Unsinn. Insofern bin ich also Marxist, dass ich sage, wir müssen diese Fragen weiterstellen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln, wie wir aus der Ungleichheit der ökonomischen Entwicklung auf der Erde rauskommen. Denn die Flüchtlingskrise ist ja ein Ausdruck der ungleichmäßigen Entwicklung. Die kommen ja nicht hierher, weil es uns schlecht geht, sondern die kommen hierher, weil es uns besser geht als denen. Also darauf müssen wir Antworten finden. Ich würde zustimmen, nicht alle Antworten von Marx sind praktikabel, aber die Richtung seines Fragens ist richtig. Herr Kempf, erstmal. Ja, zunächst mal vielen Dank für alle drei Vorträge. Ich finde das erstmal toll, in so kurzer Zeit so viel Input zu bekommen, und auch wirklich von Ihren Input zu bekommen, was man oftmals in den Büchern erstmal lesen muss und den nochmal wirklich sehr komprimiert zu bekommen. Sie haben es auch gerade zum Schluss betont, Herr Feist, die Freiheit des Einzelnen zu betonen. Aber natürlich jetzt in anderen Vorträgen, wenn man auch weiß,
war ja Marx auch ein großer Freund der Revolution. Und gegen die Revolution ist, die hat man keine Freiheit. Also irgendwie kriege ich jetzt die Komponenten von Freiheitsidealismus und dem Drang zum Umsturz der Teil zwischen Freien und Unfreien umgestürzt werden, kriege ich jetzt nicht so ganz unter einen Hut. Können auch gerne beide antworten, weil auch die Sichtweisen ein bisschen unterschiedlich sind, wie sie das unter einen Hut kriegen. Also kriegt es jetzt erstmal so nicht ganz unter einen Hut. Also es ist ja eine marxische Erfindung mit der Regressionismus. Das ist ja nicht von den Stalinisten erfunden, das ist ja sein origineller Wortgebrauch. Weil er der Meinung war, bevor das Reich der Freiheit kommt, müssen wir erstmal diejenigen unterdrücken, nicht umbringen, aber unterdrücken, die das Reich der Freiheit verhindern wollen. Als kurzfristige historische Phase. Das ist Sozialismus dann. Also sozusagen eine kurze Jakobiner-Diktatur und dann sozusagen die Freiheit. Dass das ein gefährliches Konzept ist, das würde ich Ihnen zugeben, denn ich habe mich lange mit der vergleichenden Revolutionstheorie beschäftigt und ich kenne die französische Revolution ganz genau. Du kommst halt aus dem Jakobinismus nicht raus. Das hat ja Lenin auch nicht geschafft. Obwohl ihm das vor zu seinem Tod bewusst wurde, dass er da raus muss, hat es ja auch nicht geschafft. Also ich würde heute sagen, wer mit der Revolution zündelt, hat eine Fackel, die er nicht beherrschen kann. Deshalb sind evolutionäre Wege besser. Aber es gibt ja auch gesellschaftliche Revolutionspunkte, wo es ein Jahr ausbricht. Und das ist eben so ein Problem mit der Sowjetunion in der Oktoberrevolution. Was hätten denn die Bolschewiki machen sollen, die hätten auf die Revolution verzichten? Die lag ja wirklich auf der Straße, das Land war ja im Zerfall. Aber dann eben das in eine evolutionäre Politik umzusetzen, das ist ihnen nicht gelungen. Das ist dann der Anfang der Katastrophe gewesen. Was Lenin ja in der Rede vom Dritten Weltkongress selber zugegeben hat. Dass sie gezwungenermaßen etwas gemacht haben, was er noch nicht bereit war. Also, ich würde dir völlig recht geben, dieses Problem mit der Revolution ist ein Problem. Es gibt ja berühmte Paradoxon von Mittelband, ne? Wer die wenigsten kennen, kantianischer Geschichtsphilosoph des 19. Jahrhunderts, und der hat mal gesagt, wenn Marx recht hätte, dann wäre das ja ungefähr so, als würde man eine Partei zur Herbeiführung der Sonnenfinsternis gründen würden. Ja? Das ist ein echtes Paradoxon, weil es beschreibt dieses Problem von Marx. Er sagt, es ist ein Automatismus, dass die neue Gesellschaft kommt aufgrund der ökonomischen Bedingungen. Und gleichzeitig sagt er, wir brauchen eine revolutionäre Partei, das ist unmöglich. Und da ist ein Bruch. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich sagen würde, da gibt es eigentlich einen Bruch, der logisch und historisch nicht konsistent ist. Und das ist einmal eine entscheidende Stelle. Und deshalb war meine Kritik fundamental. Und ja, ich habe insbesondere hingewiesen, dass es ja. Sie haben den schönen Satz, Freiheit des Einzelnen, in der Summe dann die Freiheit aller. Das ist doch ein Gequatsche. Bei näherer Betrachtung ist ja auch nirgendwo ansatzweise in Erfüllung gegangen. Und was das Entscheidende ist, steht am Ende die Vorhersage eben einer Umwälzung, die dann zu Strömen von Blut führen. Wenn Sie das Schwarzbuch des Kommunismus nehmen, dann nimmt Stefan Courtois Karl Marx in Schutz in der Einleitung. Er ist der Hauptherausgeber des Buches. Und dann, wie es der Zufall will, treffen wir beide aufeinander. Und dann habe ich ihn konfrontiert mit dieser Aussage des Manifests. Was sagt Stefan Courtois zu mir? Ich muss konzitieren, ich habe das Manifest als Buchhändler vertrieben. Ich habe es aber offenbar nicht zu Ende gelesen. Genau, dann habe ich zu ihm gesagt, Dankeschön für dieses Eingeständnis. Und jetzt können Sie bei meinem Rotbuch der kommunistischen Ideologie das Vorwort schreiben und können Ihren Fehler korrigieren. Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich. Der hat es auch getan. Also er hat sich selbst dank solcher Passagen, die er nicht kannte, trotzdem Marx in Schutz nahm, sich selbst korrigiert. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man das erleben darf. Und das ist fantastisch, aber Sie haben den Grund des Grundes nicht verstanden. Der Grund des Grundes ist die Gewaltbejahung im Marxismus. Also die Marxisten gehen davon aus, dass die Gewalt größte historische Triebkraft ist. Und da ich ja im zweiten Buch Militärhistoriker bin, kann ich das nur an tausend von Beispielen belegen. Das Problem ist nur, wer mit Gewalt spielt, sehen wir jetzt ja gerade wieder, ne? Und Konflikte entfesselt, weil es nie was rauskommt.
Amerikaner sind in den letzten 50 Jahren Kriege reingegangen, wo sie nie wussten, was bei hinten rauskommt. Das war immer negativ für sie. Aber die grundlegende philosophische Position, die Marx hat, die Engels hat und die Lenin hat, ist, Gewalt ist eine extreme Triebkraft der Geschichte und wir müssen uns ihrer bedienen, weil sie sowieso unvermeidlich ist. Das kann man kritisieren. Die ist nicht ganz unvermeidlich und wir haben es ja doch vermieden, indem wir gerade nicht den Weg des Sozialismus, Kommunismus mit Gewalt gegangen sind und zu Diktaturen des Proletariats hat es ja nicht aufgrund revolutionärer Entwicklungen im Bereich des Proletariats geführt, sondern wenn dann, Sie haben ja das Jahr 1917 nochmals aufgegriffen, aufgrund militärischer Niederlagen. Also der Krieg war Maximalkrise. Maximalkrise, genau, aber nicht im Sinne eben von Marx, bloß das, was Marx mit Sicherheit vorhergesagt hat, ist eben nicht eingetreten, weil er in einem Denkbefangen war, das schon wieder autoritär oder totalitär war. Das tritt ein. Das darf ich eben nicht sagen, wenn ich es nicht weiß. Da muss ich anders formulieren. Es könnte ja so und so kommen. Man hätte man ihn ernst genommen. Wenn er das aber als unmittelbar bevorstehend ausgibt, dann ist er eben ein Risiko. Und kennen Sie die klassische Entschuldigung der Kommunisten dazu? Ja, natürlich. Ein Zitat von August Bebel, 1912 vom Reichstag. Wer die Revolution prophezeit, hat sich noch immer im Datum geirrt. Im Datum oder vielleicht überhaupt in der Vorhersage als solche? Darf ich eine Bemerkung machen und eine Frage stellen? Schicke voraus, dass ich also wirklich viel zu wenig vom Marxismus verstehe. Deswegen machen wir die Veranstaltung auch. Zunächst, also als Staatsrechtler keine Freiheit ohne Recht und kein Recht ohne Staat. Der Staat ist eine Notwendigkeit der Freiheit. Da sind wir vielleicht auch alle einig. Freiheit des Einzelnen bedeutet logisch Freiheit aller Bürger dann in einem Staat. Also diese Position von Marx kann ich nur teilen, die ist kein Geschwätz, Herr Löw, sondern ist reiner Kapitalismus. Richtig. Ja, und da ich Kantianer bin, kann ich das nicht als Geschwätz stehen lassen. Und ich denke, dass Marx durch Hegel doch hinreichend belehrt. An die Stelle, das haben wir nachgewiesen, ist direkt von Rousseau. Ja, und Kant ist Rousseauianer. Klar. Ja, ich bin Rousseauianischer Kantianer. Ja, aber dieses Zitat ist. Das Virginie ist Rousseau. Und ich kann mir denken, dass Marx eben doch an historische Gesetzlichkeiten geglaubt hat oder davon bestimmt war, als eine wissenschaftliche Kategorie. Ähnlich, ohne dass ich ein Kenner bin, Hegel. Und ich selber, ganz mit Herrn Löw, würde auch meinen, das ist höherer Unsinn. Also historische Gesetzlichkeiten sehe ich nicht. Aber wenn man die entdecken will, gab es ja auch noch viele andere, sei es drum, dann muss man jetzt mal überzeugen. Die ganze Revolutionsfrage, die verbinden Sie ja aus der Erfahrung völlig zu Recht, Herr Weiß, mit der Gewalt. Nicht? Aber ich habe einen anderen Revolutionsbegriff. Revolution heißt für mich Befreiung zum Recht. Insofern gibt es Revolution. Ich denke mal gerade, ist ja jetzt auch irgendwie an Gandhi. Nicht? Das war noch nicht gerade, war sehr wirksam, der Widerstand gegen die britische Herrschaft, aber man kann es nicht als Gewalt bezeichnen. Und wir brauchen auch eine Revolution im Augenblick gegen den Unrechtsstaat, in dem wir leben. Und natürlich muss diese Revolution gewaltfrei vor sich gehen, wie es ja auch weitgehend der Fall ist. Jetzt meine Frage zu Marx. Also mich interessiert doch schon sehr, ich halte das nicht für Unsinn, die objektive Wertlehre. Wenn man diesen Ansatz macht, diesen enormen Versuch, ja, also da den Wert der Gegenstände, der Produkte, der Ware zu lösen vom Markt. Der Markt bestimmt in der Praxis also den Preis. Was heißt Wert, sowieso schon fraglich, den Preis. Ja, aber das kennen wir, aber wenn man da an die Stelle setzen will, eine Objektivität des Wertes, ist das ein grandioser Versuch, der möglicherweise
der gescheitert ist vielleicht und zum Scheitern verurteilt, weil es eine hochkomplexe Angelegenheit ist, weil da alles berücksichtigt werden muss, die ganze Geldpolitik, die ganze Geldtheorie, das ganze politische System muss berücksichtigt werden, wenn man überhaupt kritisch sich äußern will zum Preis. Wir wissen, welche vielfältigen Einflussfaktoren für den Preis eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Gewerkschaften. Da gibt es gute Rechte, dass die eben streiken und so. Also ich kann das natürlich jetzt nicht ganz auffächern, die vielen Aspekte. Aber wenn man schon versucht, warum eigentlich nicht, ich halte das für wissenschaftlich, einen solchen Versuch zu machen, eine objektive Wertlehre zu entwickeln, wie soll man denn anders anfangen, als was ja auch jahrhundertelang en vogue war, als mit der Arbeitsleistung. Ja? Wer eine Arbeitsleistung erbringt, ist eigentlich der Eigentümer. So ähnlich noch in britischen Philosophen und bei vielen anderen. Also der Wert hat schon sehr viel mit der Arbeit zu tun. Der Bewertung ist wieder eine weitere Frage. Und dass man da das Existenzminimum erwirtschaften können muss, das praktizieren wir jeden Tag genau genommen. Also ich würde gerne noch ein bisschen belehrt werden, weil ich einfach zu wenig weiß von beiden Referenten, also auch dem dritten natürlich, aber der hat weniger dazu gesagt, zum Tauschwert, zum Gebrauchswert insbesondere und damit auch zur objektiven Wertlehre. Denn ich, also Entschuldigung, Herr Löw, ich halte Marx schon für einen Philosophen. Ja, wenn Sie aus der Liste der Philosophen Marx streichen, dann streichen Sie bitte alle anderen auch. Ja, das ist vielleicht der Aristoteles, weil er die Anerkennung hat, drin, ja, die große Anerkennung über alle Jahrhunderte aber und das ist vielleicht noch Kant. Aber so ist das Stichwort weniger Problem. Ja, aber sonst würde es nicht alles gleichen. Irren, glaube auch ein Hegel, der als Philosoph eigentlich anerkannt ist, hat sich hinreichend gemacht. Ja. Also Marx nutzt ja eine aristotelische Figur. Ja. Er unterscheidet ja nicht nur zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, er unterscheidet ja auch zwischen Wertgröße und Wertsubstanz. Ja. Und er sagt, die Wertsubstanz ist die geordnete gesellschaftliche Arbeit. Ja. Die Wertgröße ist der Preis. Ja. Das ist der eigentliche Problem. Also sitzt niemand in einem Zimmer und rechnet aus, wie viel Arbeit ist da drin vergegenständlich und wie viel Preis. Diese Wertsubstanz ist eine abstrakte theoretische Bestimmung, die er braucht, um zu erklären, wie denn der ganze Spiegelungsmechanismus auf dem Markt überhaupt stattfindet. Irgendwas muss es ja gespiegelt werden. Sonst wären die Preise ja komplett willkürlich. Das sind sie ja nicht, weil es setzt sich ja immer Durchschnittspreise durch. Der Marx sagt diesen schönen Satz, der Preis tanzt um den Wert. Das heißt, es gibt niemals einen Wert, gesellschaftlich notwendige Arbeit, die real einen Preis macht, sondern es ist ein fluider Begriff, wo sozusagen der Preis sich herstellt durch milliardenfache Interaktionen auf dem Markt. Da kann ja mal über dem Wert sein und mal unter dem Wert, aber in der Summe aller Waren, das ist die Summe aller Preise auf dem Platz vom Markt. Das heißt, es setzt sich als Tendenz durch. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Marxens Begriffe sind hegelische Begriffe. Die sind also nie linear gedacht, sondern immer Begriffe in Bewegung, in dialektischer Bewegung. Das heißt, es sind prozesshafte Faktoren. Und natürlich ist es nicht so, dass ein Preis feststeht. Der Preis ändert sich ja ständig. Weil sich nämlich die Anzahl der Arbeit, der zur Erzeugung des Produkts notwendig ist, der sich im Wert widerspiegelt, auch ändert, durch technische Innovation, durch Lohnkämpfe und so weiter. Das heißt, es sind alles sich ständig verändernde Regulationsgrößen, die miteinander in Wechselverhältnissen stehen. Das ist, was Marx beschreibt. Er beschreibt einen Ort, auf dem das passiert, wo man das sehen kann, das ist der Markt. Er nimmt diese ganzen Begriffe, Wertgröße, Wertsubstanz, um zu zeigen, dahinter ist ein reales Substrat, Aristoteles sagen. Er will versuchen, dieses Substrat zu beschreiben. Er will nie, also das ist eine völlig abwegige Vorstellung, aus der einen an der Ecke sitzt und die Arbeitszeit ausrechnet. Das ginge ja gar nicht. Er hat gesagt, es wäre eine Gleichung mit Milliarden Zustellgrößen. Es gibt zwei britische Ökonomen, das sind zu ihrer Planwirtschaft. Marxistische britische Ökonomen, die haben vor 15 Jahren ein Buch vorgelegt, wo sie zeigen wollen, dass jeder britische Handelskonzern mit der Art der Datensimulation an möglichen Verbrauch in den 10.000 Filialen in Großbritannien praktisch eine Planwirtschaft macht. Dann habe ich ihn nur gefragt, was ist denn, wenn mal der Eisenbahnverkehr durch den Streik zusammenbricht? Das ist doch das ganze System, was hier konstruiert wurde. Ja, das war der Hauptvorwurf, den wir als junge Genossen den berühmten Herrn Mittag gemacht haben, Oberplaner der DDR.
Er hat 1986 die Losung ausgegeben, wir sind eine Volkswirtschaft, die funktioniert, wir brauchen keine Reserven mehr. Der Plan sollte ausbilanziert werden. Also einen größeren Blödsinn kann man sich gar nicht vorstellen. Weil natürlich in jedem prozessierenden System irgendwelche Störgrößen auftreten, die man nicht voraussagen kann. Also braucht man immer Reserven. Jeder Offizier weiß, dass er nicht einen taktischen Angriff macht, muss ich eine Reserve haben. Weil irgendwas eine Störgröße eintreten kann. Das lernt schon Wolkenwunsch und Reise. Ja, also das waren ja auch alles statische Vorstellungen von den komplexen Zusammenhängen. Und deshalb kann heute diese Planwirtschaft in dieser Art überhaupt nicht funktionieren. Ich bin mir mit Ernest Mandel nie einig geworden. Wir haben 15 Jahre Briefwechselgeführt, bis er gestorben ist. Das war der bedeutendste marxistische Ökonom, der den vierten Band des Kapitals geschrieben hat. Und der hat immer daran festgehalten, wir müssen zur Planung sagen. Das zeigt doch alle dialektischen Gesetze zeigen, eine Planung ist zu stark. Es muss einen freien Körper geben in den Markt, wo sich das automatisch herstellt. Aber wie gesagt, das Interessante ist, dass ein Kantianer mit der marxischen Werttheorie, ich sag mal, sympathisiert. Das hat wahrscheinlich damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass wenn man zwischen Wert und Preis differenziert, man dann praktisch eine transzendental-philosophische Kategorie einführt, den Wert. Die Wertsubstanz. Ja, den Wertsubstanz. Diese transzendale Kategorie. War aber Max bewusst. Ja. So. Aber, nochmal, kurze Antwort. Natürlich, jedes Produkt hat natürlich ein konkretes Substrat. In dem Sinne, dass dort da wird Arbeit, da sitzen Arbeiter, die stellen das Glas her, dann werden irgendwelche Ressourcen gebraucht. Das fließt ja sozusagen jetzt in diesen Gegenstand ein. So. Und wenn ich jetzt so einen Gegenstand herstelle und der Unternehmer stellt fest, der den verkauft auf den Markt, ich kriege nicht das rein, was ich dort reingesteckt habe, ja, dann fliegt das natürlich weg. Also so gesehen gibt es tatsächlich so eine objektive Restkraft. Aber die entscheidende Frage ist tatsächlich die subjektive Präferenz von Käufer. Der Marktpreis entscheidet, ob ein Produkt gekauft wird oder nicht und nichts sonst. Ja. So. Das ist richtig, das ist ja wirklich aber der Max sofort geschreit, das geht ja. Das andere wird eben auf hunderten von Seiten breit gedreht und auf jeder Seite muss man sich sagen, das stimmt doch mit der Wirklichkeit nicht überein. Doch, es stimmt jeden Tag überein. Wenn ein Konzern ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann wird er einen Preis machen. Preis X, Einführung des ersten Videos. Genau. Das Preis X war Einführungspreis. Nachdem mehrere Firmen Videorekorder hergestellt haben, brach der Preis um 50% zusammen. Genau, das ist die Zahl von dem, was Sie beweisen wollen. Die Kaufkraft desjenigen, der kauft, ist ja auch Ergebnis seiner Arbeit. Also tauscht der Arbeit gegen Arbeit. Also es muss einen Wertspiegel geben. Wenn es einen Wertspiegel nicht gibt, dann können Sie gar keinen Markt einbauen. Gerade der mit dem Einführungspreis, den kann man besonders hoch ansetzen. Warum? Weil es sich sagt, im Augenblick gibt es nur wenige Anbieter oder umgekehrt. Ich will ja, dass die Leute massenweise auf den Markt strömen und ich werde morgen Massenantrag befriedigen, heute noch nicht. Also er überlegt und er sagt nicht, wie viele Stunden sind da hineingeflossen. Das macht er nie und das ist die Behauptung von Marx, dass er es macht, dass das also vorgegeben ist. Sie verstehen das Problem nicht. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass der er macht den Einführungspreis deshalb so, weil er seine Innovationskosten irgendwie zurückkriegen muss. Er hat ja in Forschung investiert, um den Produkt herzustellen. Dass sich dann ein Durchschnittspreis durchsetzt. Der Durchschnittspreis tanzt um die gewonnene Arbeitszeit. Das hat Ricardo gewusst, das hat Smith gewusst, das hat schon Aristoteles geahnt. Es gibt keinen Ökonom, der das ernsthaft beschreibt, außer Hayek. So ist es. Ja, das ist natürlich die Arbeitszeit irgendwie mit einfließen. Das ist irgendwie, aber sie ist der Wertspiegel. Das kann sein, dass es die Arbeitszeit muss auch gehen, nachdem die Dinge sich vergleichen lassen. Wenn und das kann nur die Ware nicht abgesetzt werden kann, dann ist zwar viel Arbeitszeit hineingeflossen, aber der Wert ist verletzt. Aber das war jetzt ein echter Denkfehler. Was Sie mal schreiben, ist der Unterschied zwischen Produkt und Ware. Ein Produkt, das viel Arbeitszeit geflossen ist, was nicht verkauft werden kann, ist keine Ware geworden. Denn Ware wird sie erst in dem Moment, wenn sie das Produkt im Markt in Salto machen und einen Tauschwert erzeugen. Sonst ist sie einfach nur ein Produkt. Und dass Leute Produkte produzieren, die sie nicht verkaufen, haben wir ja massenhaft. Die gehen dann auch regelmäßig pleite. Das hat mit der vergegenständlichen Arbeit überhaupt nichts zu tun.
Ich glaube, wir müssen zurückdenken auf den entscheidenden Gesichtspunkt. Marx wollte mit seiner Wertlehre rauskommen bei dem Resultat, dass Revolution sein muss, weil im Kapitalismus der Arbeiter den gerechten Lohn erhält. Das steht doch drin. Und warum dieses unglaubliche Konstrukt, damit eben die Leute nicht hoffen, dass mit Hilfe der Gewerkschaft... Ich könnte Ihnen ja folgen, wenn Sie jetzt sagen würden, anstatt objektiven Wert, mehr Wert. Das kann man kritisieren, das ist denn der Kern der sozialen Utopie von Marx ist die Mehrwerttheorie. Er sagt, der Arbeiter arbeitet mehr, als er Substanz für sich selber braucht. Und diese Differenz zwischen dem, was er für sich selbst braucht, und das, was er mehr arbeitet, ist der Mehrwert. Diesen Vereinnahmen der Kapitalisten, die von der böser Junge ist, das steht auch nicht im Kapital, da steht drin, dass sie Agenten eines blinden Nichanismus. Er beschreibt die als Charaktermassen objektiver Strukturen. Da alles wörtliche Zitate. Er sieht das so, dass der Mehrwert automatisch dem Kapitalismus zugrunde liegt, wenn man den, und den will er abschaffen, weil er im Mehrwert, jetzt kommt der politische, im Mehrwert die Ursache für Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter sind. Darüber kann man diskutieren, aber nicht über den Wertbegriff. Der Wertbegriff ist über Jahrhunderte manifestiert worden von den größten Denkern Europas. Also das verstehe ich nicht, tut mir leid, das hat mit Marx nichts zu tun. Man kann lange diskutieren, ob diese Mehrwerttheorie richtig ist, ob das tatsächlich die Frage ist. Das ist doch Marx. Ja, aber das ist aber ganz anders, als den objektiven Wert anzugreifen. Das ist sozusagen... Ja, das mag man unangreifbar halten. Ich halte es für objektiv und greifbar falsch, wenn wir die Realität als Maßstab nehmen. Wenn wir natürlich irgendwie in einem Kuckucksheim verbleiben. Bloß man muss doch das Resultat vor Augen haben. Und in dem Zusammenhang habe ich es angeführt, beides sei eine Geschichtsbetrachtung, mündet in der blutigen Revolution und desgleichen auch seine Nationalökonomie mündet in der blutigen Revolution. Deutlicher kann ich es gar nicht sagen, als mit seinen eigenen Worten. Die herrschenden Klassen mögen vor der Revolution zittern. Wir haben es ja doch erlebt, was an Menschenleben geopfert wurde bei dem Versuch, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Letzteres ist unbestritten. Aber ich glaube, es gibt auch. Diese Diskussion einfach mal damit beenden mit Ökonomen. Es gibt zwei Regelsysteme in der Ökonomie, der Preis und der Gewinn. Wenn der Preis so ist, dass Sie als Unternehmer einen Gewinn machen, dann werden Sie mehr oder andere Kollegen werden in den Markt hineinstoßen, dann wird der Preis wieder runtergehen, das ist ein dauerndes Spiel. Und das ist die Wahrheit. Da brauche ich keinerlei Theorie. Okay. Ja, aber so funktioniert es. Ja. Und deshalb, aber wir Philosophen fragen halt immer nach den Gründen hinter den Gründen. Ich habe Sie nicht verstanden, bitte. Wir Philosophen fragen immer nach den Gründen hinter den Gründen. Wenn das für Sie als Regelmechanismus ausreicht, wir fragen schon nach dem Philosophen. Die brauchen wir nicht. Das funktioniert so. Ja, ich muss mir das Gehirn nicht verkrampfen. Ja, das wissen wir. Das ist die Frage aber auch nicht, wie das überhaupt sein soll. Das ist eine ganze Wettbewerbsregel. Der Marxismus behauptet ja, am Ende ist alles Freiheit und Gleichheit. Wie wollen Sie denn eine Gesellschaft gestalten, die keine Differenzierung mehr in sich hat? Wo soll denn die Dynamik der Gesellschaft bitte schön herkommen? Gute Frage. Habe ich ja angedeutet, dass das wirklich das Problem ist. Marx sagt immer, es gibt kein Ende der Geschichte und dann beschreibt er einen kommunistischen Idealzustand, wenn die Geschichte zu Ende ist. Ja. Denn woher soll der Antrieb kommen? Und da gibt es eine Antwort von ihm selbst, da hat er gesagt, okay, Bedürfnisse werden zwar da sein, die werden sich sogar potenziell entwickeln, exponentiell entwickeln, und deswegen gibt es immer den Antrieb zu produzieren, und Produktion ist die wichtigste Lebensversorgung des Menschen, also da bleibt es bei einer Differenzierung. Was aber dem anderen widerspricht, ja. Also genauso würde ich jedem zustimmen, der mir sagt, mit dem Eschatologischen, das ist ja richtig, das ist ja auch richtig. Marx macht einen Geschichtsmechanismus auf, der glaubt, wie ich, an Gesetze in der Geschichte, wie jeder auch, und sagt, alle Gesellschaften entwickeln sich folgerichtig aus den anderen auf Grundlage der Produktivkraft. Nur der Sozialismus muss eben durch eine Partei herbeigeführt werden. Das ist ein logischer Bruch. Der subjektive Faktor. Der subjektive Faktor.
In seiner Theorie ist das völlig konsistent. Es geht gar nicht ohne den Sowjetikon, sonst geht die ganze Theorie nicht auf. Aber man kann natürlich einwenden und sagen, das ist Quatsch. Sag ich nicht. Ich bin nur noch am Zweifeln, ob es richtig ist, aber ich bin auch nicht sicher, dass es falsch ist. Ich stehe dazwischen. Aber diesen Einwand gebe ich jederzeit zu, dass es natürlich nicht logisch sein kann, eine Geschichtsphilosophie zu haben, wo alles organisch auseinanderwächst, wo der sagt selber, wie in den Naturwissenschaften können wir einen organischen Geschichtsprozess beschreiben. Und ausgerechnet beim Übergang zum Neuen muss da was dazutreten, was vorher nicht vorgekommen ist. Aber er hat, das muss ich auch noch mal deutlich sagen, er hat ja sozusagen den Übergang zum Sozialismus versucht, eher wissenschaftlich zu begründen. Ja. Ja. Ich kann ja auch sagen, ich will eine andere Gesellschaft, ich habe eine andere Philosophie. Ja. Aber er ist Wissenschaftler. Ja, seine eigene Theorie geht sich da auch. Und da fängt er an, sozusagen zu überziehen. Ja. Er sagt nämlich, es entfalten sich die Produktivkräfte, es wird gesellschaftlich produziert und wir privat angehalten. Und das ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch muss aufgelöst werden und wird mit dem Sozialismus aufgelöst, zwangsweise. Erstens. Zweitens sagt er, Werttheorie. Die Werttheorie bei Marx endet in der Pauperisierung. Also er behauptet, dass große Massen der Bevölkerung wegen der Entstehung von Mehrwert und wegen der Ausbeutung in die Pauperisierung marschieren. Stimmt nicht, im zweiten Band sagt er das Gegenteil. Ja, das hat auch schon mal gesagt. Es gibt ja so viele Stellen, wo das drinsteht. Das heißt, das Proletariat muss sich erheben, sonst geht es kaputt. Das ist ja auch ein Zwangsmechanismus. Und diese Zwangsmechanismen, das ist das, was man ihm sozusagen vorgestellt hat. Aber ich meine, er hat sich ja selber korrigiert. Er schreibt im zweiten Band das am meisten missverstandene Kapitel des Marxismus über den tendenziellen Fall der Profitrate. Und da steht drin, ich glaube nicht, dass der tendenzielle Fall eintreten wird, aber er schreibt 70 Seiten darüber, wie er denn wäre, wenn er wäre. Und jetzt haben wir. Wir haben seit den 80er Jahren den tendenziellen Fall der Profitrate. Und zwar genauso, wie es Marx vorausgesagt hat. Das muss man jetzt beim Marxischen Denken wissen. Es gibt bei ihm natürlich verbal absolute Aussagen. Und eigentlich denkt er nie in absoluten Aussagen, sondern immer in Kräfteparallelogramm. Da gibt es ein schönes Bild, das würde ich eigentlich mal gesagt. In der Geschichte ist es so, alle machen zufolge ihrer Interessen jeder deines. Und am Ende kommt etwas raus, was keiner gewollt hat. Und das ist das. Entschuldigung, das war schon eben die Durkheim. Das ist schon. Nee, das hat Engels geschrieben. Nein, das hat das Abitur von. Nein, das ist eine uralte soziologische Weisheit. Nee, das ist ja. Der Altersbrief von Engels. Ja, natürlich, der hat das irgendwo abgeschrieben. Ist auch in Ordnung. Ist auch wichtig. Aber das ist das magische Denken. Also, ihr müsst einen Satz lernen bei Marx. Die Wirklichkeit ist ein Tendenzgefühl und wir können nicht wissen, welche Tendenz sich durchsetzt. Und das widerspricht dann. Gegenteil, so genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Er ist nicht konsistent. Wo bleibt Sie glauben an die Gesetzlichkeit der Geschichte, sagten Sie. Also ich sehe das, wenn Sie mal erklären können, worin Sie die sehen und wie Sie das. Begründen, ja, die Gesetzlichkeit der Geschichte. Ja, es gibt ja nur eine Sache, an der man das überhaupt wirklich ernsthaft festmachen kann, das ist das Verhältnis von Produktivkraft und Produktionsmöglichkeit. Ja, das ist das Herzogreich. Genau. Ja. Also wir haben gesellschaftliche Menschen, wenn sie bestimmte Produktivkräfte anwenden, damit naturgemäß bestimmte Produktionsweisen organisieren, in denen diese Produktivkräfte funktionieren. Wenn die Produktivkraft sich weiterentwickelt, wenn das klar ist, also wirtschaftlich wird, dann kommt der Kolone, und zum Kolonen wird der Feudalbauer und so weiter. Das ist sozusagen, das sind diese Gesetzmäßigkeiten. Das sind sozusagen ökonomische Zwangsverhältnisse dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft nach einem bestimmten Schema immer wieder weiterentwickelt. Das geht auch für den Staat, dass bestimmte ökonomische Verkehrsweisen bestimmte Staatlichkeiten erzwingen, bestimmte Juristerei. Der schönste Satz von Marx für Sie ist, der nicht der Satz von Marx, Juristerei ist ein konzentrierter Ausdruck der Ökonomie. Ja. Das ist ablehnen, wir haben die Zeit nicht. Wir haben die Zeit nicht. Stimmt kein Wort. Ich sehe auch den gegenwärtigen Staat. Wir sind ein offener Diskurs, der jeder hat seine Meinung. Ich sehe den gegenwärtigen Staat nicht in so einem krassen Unterschied zur Römischen Republik in ihrer Verfallszeit. Ja? Also wo ist der ökonomische Fortschritt, den wir haben, die Veränderung der Produktivität und der Produktionsweisen, inwiefern haben wir uns in Ausübung auf Recht und Staat? Gar nicht. Setze ich erstmal als Bruchthese. Ja, ja, okay, verstanden. Ja, muss ja nicht stimmen. Aber da verwechseln die Form und Inhalt. Die will ja nicht gesagt. Sie haben von der Form her recht. Die Form ist ähnlich, aber der Inhalt ist ganz anders. Gut, bitte.
um es mein Name erlauben zu mir, den Sprung in die Gegenwart. Es ist heute kurz angeklungen, Thema Masseneinwanderung. Wir haben ja da diese seltsame Allianz von Marxisten, Linken, die scheinbar hier Migranten als neues Proletariat sehen. Ich würde es überspitzt sagen, weil sie sich von der deutschen Arbeiterklasse verraten fühlen. Aber auf der anderen Seite auch diese Allianz mit dem Großkapital, Stichwort Soros, und wo ja mehr als zweifelhaft ist, wer da wem in die Hände spielt. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Also richtig ist, dass ein französischer, franziskischer Philosoph in den 80er Jahren, ich vergesse mal den Namen, ich weiß nicht, Ben Said und noch was, ich vergesse mal den zweiten Teil des Namens, die Theorie entwickelt hat, dass es ein neues soziales Subjekt gibt. Das ist nicht mehr die Arbeiterklasse, die sei angeblich aufgrund ihrer vielfältigen Differenziertheit in das Entfernen der Klasse aus den unmittelbar produzierenden Bereichen hin zu den mehr Dienstleistenden und Distributionsbereichen nicht mehr ein revolutionäres Subjekt, sondern das neue revolutionäre Subjekt sind die vielen kleinen unterdrückten Subjekte, Schwule, Lesben, Gagas und sonst was, Ausländer, Migranten und so. Das hat sich epidemisch ausgebreitet. Sie haben den Grund völlig selber benannt. Mein Vater hat mir das selber gesagt. Die Arbeiterklasse hat uns verraten, hat er 1989 zu mir gesagt. Als ZK-Mitglied, die Arbeiterklasse hat uns verraten. Also völlig Kopfschnitt der Wirklichkeit. Also das ist ein Subjekt, die sich nicht subjektivieren. Im Manifest heißt es ja, von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Und da hatte man irgendwie das mal falsch interpretiert, weil man Hegel nicht kannte. Das ist ein einmaliger Prozess. Also wenn einmal die goldene Theorie von Marx in die Klasse geträufelt ist, dann ist die ein Subjekt und handelt. Wie sind für sich sein, wie sind bei Hegel gemeint und auch bei Marx, ist ein ständiger Prozess, neu für sich werden. Aber die Klasse ließ sich nicht revolutionieren, die wurde immer bequemer, gerade in Westeuropa. Konsumrausch, fett geworden. Ja? Also musste man sich ein neues Subjekt suchen. Und ein Subjekt sind diese ausgesuchten Unterdrückten. Die Gruppen werden immer kleiner. Jetzt sind wir schon bei Transgender, das sind 0,0001% der Bevölkerung, ein revolutionäres Subjekt. Also völlig der Unsinn. Hat nicht nur mit Marx, hat nicht mal mit Wirklichkeit zu tun, das ist einfach nur Spinnerei. Ja, die können sich auch nicht auf Marx berufen. Und die unheimliche Allianz ist natürlich die, dass alles, was, das ist ja der restrevolutionäre Impetus, der bei diesen Verrückten noch geblieben ist, alles, was hilft, die Gesellschaft zu zerstören, ist richtig. Also die haben ja nicht mal mehr ein Konzept dafür, wie eine neue Gesellschaft aussteht, die wollen nur die jetzige zerstören. Und wenn halt dann irgendwelche finsteren Mächte am Werk sind, die zum Beispiel die ethische Homogenität der Gesellschaft zerstören wollen, dann ist das für die richtig. Weil das ist ja auch mein Grund, warum ich bei Kompakt und anderen Truppen mitmache, ist, wir haben eben gelernt, als gelernte Linke, okay, die Revolution steht nicht auf der Tagesordnung, nicht in absehbarer Zeit, vielleicht nie, da werden wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber eins sehen wir. Wir sehen, dass es eine verbrecherische Struktur auf dieser Erde gibt, die heißt Finanzkapital. Hat ja nichts mit Jüdisch und so zu tun. Es ist einfach eine Struktur, die Menschen ausbeuten, unterdrücken und aussaugen. Der einzige Widerstandsknoten gegen diese Struktur sind die Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten bleiben nur Nationalstaaten, wenn sie ethnisch relativ homogen sind. Und da wollen die Globalisten ran, an die ethnische Homogenität. Das Finanzkapital werfen. Die wollen da also genau alle Verhältnisse gleichmacherisch der Ausbeutung zu unterwerfen. Und die Linken wollen da ran, weil sie sagen, damit zerstören wir die Staaten, denn der Staat ist ja unser wichtigster Gegner. Die Bullen sind ja der Feind und nicht der Kapitalist, was ja schon völlig irre ist. Also in meiner Generation hätte niemand gesagt, der Bulle ist der Feind. Der Bulle ist nur ein Drittel vom Feind. Für die ist ja der Staat der Feind. Deswegen gibt es diese unheimliche Allianz, weil man pro die Migration anderer Minderheiten ist und gleichzeitig den Staat zerstören will, mit Leuten, die den Staat zerstören wollen, um ihn zu unterwerfen, um ihn abzuschaffen. Und deswegen gibt es ja jetzt auch dieses komische Bündnis, dass die gelernte Marxisten und gelernte Rechte in der AfD sind und am selben Strang ziehen. Also wir, weil wir eben verstanden haben, was der wirkliche Feind ist und die anderen haben nur Flausen bekommen. Eine kleine Ergänzung dazu. Der größte Erfolg des Finanzkapitals war die Kapitalverkehrsfreiheit. Ja. Der Artikel 63 des Arbeitsvertrags der Europäischen Union. Das ist der größte Erfolg gewesen. Das ist ja auch nichts anderes als die Freiheit des Kapitals. Also wird es ja auch in der Interpretation verstanden. Und das mit was um. Schwer. Ich war ja nie durchgesetzt worden auf internationaler Ebene. Ich war gescheitert Paris, da war von langer Zeit das MAI, Multinationales Abkommen für Investitionen. Jetzt geht man immer noch Schritte weiter mit dem CETA jetzt. TTIP ist mehr oder weniger erstmal auf Eis gelegt, durch Trump. Aber CETA, ich gehe in den Prozess auch mit. Und
Und das sind alles ganz große Schritte des Finanzkapitals. Und ich habe sofort die Kapitalverkehrsfreiheit scharf angegriffen. Aber was nützt es? Ja? Sie wird praktiziert, sie wird gelebt. Und das ist voll gegen die Nation gerichtet. Und umgekehrt, wer Freiheit verteidigen will, muss die Nation verteidigen. Sicher. Und wir sehen ja den wachsenden Widerstand der Völker. Das ist ja, da wird er sich wachsen, ja stetig spüren, dass am Ende die Völker entscheiden, nicht die Großkopfer. Ja, es gibt ja auch, der Name nach ergänzen, weil wir das Anliegen geworden, eine der beiden völkerrechtlichen Grundfesten ist nun mal das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nichts anderes als die Freiheit des Einzelnen. Die politische Freiheit des Einzelnen, die in Deutschland nicht akzeptiert wird. Wir haben alle möglichen kriegliche Grundrechte, aber die nicht wirklich erlebt werden. Aber die politische Freiheit hat doch kein Gericht in Deutschland erlangt. Die kämpfen seit Jahrzehnten darum. Der Bayerische Verfassungsgericht hat es explizit abgelehnt. Der Bundesverfassungsgericht hat es in vielen Entscheidungen hat immer politische Freiheit abgelehnt. Ein toller, freiheitlicher Staat, der demokratisch ist. Alles nur reiner Schein. Reiner Schein. Keinerlei Wort. Wir sind ein Gesetzesgebiet, das kann nicht über seine eigene Souveränität entscheiden. Das ist eigentlich ein Problem. Ich würde nochmal auf Ihre Frage nochmal kurz eingehen, das ist ja auch angesprochen. Bei Marx ist er auch eindeutig. Er befürwortet die Globalisierung, weil es zur Internationalisierung der Arbeit, also es führt sozusagen die Verhältnisse zu einem Reifepunkt, wo dann der Übergang in den Sozialismus möglich ist. Notwendig. Notwendig. Also das heißt, die einzelnen Arbeiterschaften, solange es noch Nationalstaaten gab, haben sich ja gegenseitig die Schädel eingeschlagen in den Kriegen und Ähnliches. Und das war natürlich, hat auch die Arbeiterbewegung letztlich geschwächt. Also es geht darum, durch die Internationalisierung der Arbeiterschaft diesen Übergang in den Sozialismus letztlich zu ermöglichen. Da gibt es sozusagen eine Konvergenz zwischen dieser linken Position und dem Kapital, dem so Nationalstaaten einer Bevölkerung, wo die sozusagen zusammenkommen. Das passt. Ich kann Ihnen aber nicht recht geben, dass er das befürwortet. Er konstatiert es einfach. Er beschreibt es als einen notwendigen produktionstechnischen Ablauf. Nein. Kann ich zitieren? Also ich könnte jetzt eine Stelle genau zitieren, wo er, ich habe es zitiert. Ja, Sie haben es schon zitiert. Ja, ich hole es jetzt nicht nochmal raus. Aber er hat gesagt, ich gehe so weit, also dass die Nationalstaaten kaputt gehen und so, ist mir alles wurscht. Ich gehe so weit, dass dann, wir gehen sozusagen mit dem Kapital zusammen bis zu dem Punkt, wo wir dann diesen Übergang machen und dann gehen wir den Kapital raus. Weil es ein notwendiger Prozess ist, der sich aus der Kraftlobby ergibt, können wir dann sozusagen das befürworten, weil das ist sowieso, das ist ja der Geschichtsmechanismus der Gesetze, das wird sowieso passieren. Also brauchen wir das weder zu befürworten noch zu negativ anzugreifen, es ist passiert. Und dann in dem Punkt, wo es dann, wenn es dann wirklich durch ist, dann kennen wir haben die Chance. So würde ich das verstehen. Ja, ich weiß. Glauben Sie an die Gesetzlichkeit der Geschichte? Nein. Unterschied zwischen Kantianer und Hegel, ja. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen reden. Also ich würde mal, aber wenn ich jetzt mal mit Spengler anfange, würde ich schon. Nee, ich weiß ja, dass du gerade Spengler-Dienst da mein Atem. Aber Spengler ist ja nicht die Gesetzmäßigkeit, das ist ja nur ein Kreislauf. Naja, das ist schon. Ja. Eigentlich ist es nur ein Kreislauf. Ja. Aber es sind schon Gesetze. Der sagt ja im Gegenteil, es gibt keinen Fortschritt in der Entwicklung und es gibt eine ewige Wiederkehr des Gleichen. Das kann Nietzsche. Das ist überall nicht so, nicht schön. Aber Spengler ist das nur Kreisläufe. Das ist das Gleiche, sondern die kleinen. Die Inhalte verändern sich schon. Ja, gerade die Formbeschreibung ist aber dieselbe. Verändert sich. Aber genau. Das kommt übrigens auch von Hegel, das ist nämlich Hegels Theorie. Das ist Hegel, das ist Spengler, das ist Hegel. Wie heißt das Ding? Entwickelnde Großzusammenhänge, großes Wort. Also, was vielleicht nicht normal ist, die Modale ist, das gibt es bei Hegel auch. Und das ist genau der Vorteil, was ich meine. Gut, meine Damen und Herren, noch Fragen? Dann würde ich langsam, wir haben ja hier auch in der Kälte ausgeharrt. Jetzt dürfen wir uns etwas aufwärmen. Ja, gut, aber heiß diskutieren. Wir haben heiß diskutiert, jawohl. Ich bedanke mich, es war auch ein ganz tolles Thema. Ein toller Vorstand. Es waren ganz unterschiedliche
Meinungen. Interessant ist, wie man aus ganz unterschiedlichen Positionen dann eben auch zu Konkordanzen in der Konklusion dann wiederkommt. Was ganz spannend ist, also divergente Meinung muss nicht immer falsch sein, wenn sie zu zusammenfassenden Lösungen führt. Und insofern bin ich ganz optimistisch. Denkende Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen zu der Erkenntnis, dass das soll nicht weiter. Germania esse restituenda. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen. Und achso, im September ist natürlich Weikersheim Jahrestagung. Wir werden das Thema haben 1918 und die Folgen. Das wird dann weniger Marx, das wird dann wahrscheinlich mehr Spengler werden. Aber da werden wir über doch ein entscheidendes Jahr der europäischen und auch speziell der deutschen Geschichte besprechen. Und wir sind dabei ganz tolle Redner und Redner einzuladen und zu bekommen. Also bitte beachten Sie, zweites Wochenende im September, Jahrestagung im wunderschönen Weikersheim. Thema 1918 und die Folgen. Danke, es war sehr lebhaft, Herr Feist. Hallo, meine Damen und Herren. Eine Ikone, die ich im Seminar hatte. Kein Quatsch. Nee, bei Ihnen im Seminar oder umgekehrt? Das im Seminar haben wir ihn behandelt. Ja? Behandelt? Ja, war Stoff. Wir hatten ja einen Fass. Imperialistische Angriffe auf den Marxismus und dabei. Es gab eine Auszeichnung. Ganz natürlich die Chrestomathie der wichtigsten Marx-Töter und dabei. Hat es heute nach einem Unterschied ausgeschrieben? Ja, klar, natürlich. Früher hätte ich Löw nicht in die Hand genommen, seit ich Löw noch esse, bin ich kein Marxist mehr. Ich bin vorsichtig mit meiner. Nee, ich meine das ja durchaus positiv. Wir waren ja auf Feinderkennung getrimmt und wir müssen den Feind leben. Man erkennt, dass so ein Feind ganz normal aussieht. Er trägt keine Pickelhaube oder sowas. Gut, Dankeschön. Vielen Dank, dass du mir das gemacht hast.